Vier Menschen auf dem Weg nach Berlin. Vier Menschen von über 600, die während des Kalten Krieges von West-Berlin aus in die DDR verschleppt wurden. Karl Wilhelm Fricke, entführt 1955, mit einer Schlaftablette betäubt. Gerd Sommerlatte, im September 1961 betrunken gemacht und nach Ost-Berlin gebracht. Niki Glitz, 1954 mit List in den Ostsektor verschleppt. Erich Kiekhöfel, 1950 in den Osten gelockt und festgenommen. Alle vier lebten ursprünglich in der sowjetisch besetzten Zone. Erich Kiekhöfel wohnte in Wismar. Er hatte eine große Parteikarriere in der SED vor sich. Ich fühlte mich da sehr wohl, hatte auch eine Masse guter Kontakte. Ach Gott, was haben die also mit mir angestellt? Ich wurde Vorsitzender der deutsch-sowjetischen Freundschaft, einer Gesellschaft, die zumindest den Vorteil hatte, dass man immer genügend Brot zum Essen hatte und gleichzeitig erster Jungprofessor an der Technischen Fachschule oder heute ist Ingenieurschule in Wismar für dialektischen Materialismus und für die Geschichte der KPdSU. Erich Kiekhöfel muss oft nach Berlin, besucht auch den Westteil der Stadt. Die Grenzen sind bis zum Mauerbau offen. Waren, Nachrichten und Propagandamaterial werden vom Westen in den Osten geschleust. Sehr aktiv ist das Ostbüro der SPD, das Flugblätter und Zeitschriften in die Zone schmuggeln lässt. So gelangen auch die Reden von Kurt Schumacher, dem Parteichef der SPD, über die Grenze. Als ich zum ersten Mal eine Rede von Schumacher lesen konnte, und das war im Telegraph, der war aber auch schon illegal dahin gekommen, hat mich also unheimlich beeindruckt und vor allem die Formulierung von den rotlackierten Nazis. Genau das eigentlich hatte ich schon immer irgendwie im Kopf gehabt, das trifft genau diese Stimmung, die hier vorherrscht. Und logisch, damals 20 Jahre alt, was machen Sie? Doch den Schumacher will ich kennenlernen. Nein, das ist nicht drin. Nicht? Das heißt Parteiverrat, das heißt illegale Tätigkeit und zum Schluss antisowjetische Propaganda. Für die DDR-Regierung ist das Ostbüro der SPD eine von vielen feindlichen Spionageorganisationen. In dieser Zeit versuchen die unterschiedlichsten Gruppen mit Unterstützung der westlichen Nachrichtendienste die DDR zu destabilisieren. Im Osten werden die Gegner des SED-Regimes gnadenlos verfolgt, bis hinein nach West-Berlin. Dort wird gewarnt vor Menschenraub. Nicht von ungefähr. Bis zum Mauerbau werden über 600 Personen in den Osten verschleppt. ...1952, einer der aufsehenerregendsten Fälle. Vor dem Schöneberger Rathaus protestierten Zehntausende von empörten Berlinern gegen die Entführung des Rechtsanwalts Dr. Linse durch Agenten der Sowjets. Die Kundgebung der Berliner gegen diese erneute Unmenschlichkeit und gegen die steigende sowjetkommunistische Willkür gegenüber deutschen Menschen war ein einziger Ruf nach Freiheit und Gerechtigkeit. Mit Straßensperren, Barrikaden, Gräben und Mauern muss sich das freie Berlin gegen diese brutalen kommunistischen Methoden des Menschenraubes sichern. An allen Übergängen zur Sowjetzone sind Doppelposten der Westberliner Polizei postiert. ...1952 kam auch Karl Wilhelm Fricke nach West-Berlin, als Student, der Journalist werden wollte. Seinen ersten Artikel schrieb er über die Waldheim-Prozesse in der DDR. Damals wurde sein Vater wegen vermuteter Nazi- und Kriegsverbrechen zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt und starb im Gefängnis. Fricke hat sein Lebensthema gefunden. Er schreibt gegen die DDR an, porträtiert die Großen der SED. Die Porträts waren sehr kritisch angelegt, um nicht zu sagen polemisch. Ich war damals vor meiner Haft, auf die wir ja noch zu sprechen kommen,
natürlich geprägt ganz vom Stil des Kalten Krieges und von der politischen und propagandistischen Auseinandersetzung, die auf beiden Seiten seinerzeit geübt wurde. Und deshalb war ich auch nicht zimperlich. Das heißt also, ich habe zwar noch nicht persönlich in dem Sinne diffamiert, aber es war doch sehr stark polemisch gefärbt. Und gelegentliche Reaktionen in der Ostpresse, in denen Artikel von mir angegriffen wurden, waren für mich Bestätigungen dafür, dass ich sozusagen angekommen war mit meiner Arbeit. Und das war für mich natürlich nicht unwichtig, wenn man bedenkt, dass ich eben damals doch sehr jung war. Karl Wilhelm Fricke gibt sein Studium auf, tummelt sich auf der politischen Bühne, hält Kontakt zu Leuten, die sich mit der DDR beschäftigen. Er geht auch zum Befreiungskomitee für die Opfer totalitärer Willkür, einer Organisation ehemaliger KPD-Leute. Da hatte man mir empfohlen, ich soll mich nicht mit meinem Namen melden, weil das möglicherweise irgendwie drüben dann publik werden könnte. Und dann sagte er, was soll ich denn sagen? Ja, dann meldete einfach als Student, der ich ja damals war. Und so kam das zustande, was dann die Staatssicherheit als Deckname stilisiert hat. Fricke, genannt Student, lernt beim Befreiungskomitee Kurt Rittwagen kennen. Der dient gemeinsam mit seiner Frau heimlich der DDR-Staatssicherheit. Ein fleißiges Informantenpaar. Rittwagen legt Skizzen von Frickes Wohnung an, schreibt unter dem Decknamen Fritz Bericht um Bericht. In den Akten der Stasi heißt es später, dass Fricke ein zentrales Archiv betreibe, mit Unterlagen über alle führenden SED-Funktionäre. Es handelt sich also bei Fricke, alias Student, um einen gemeingefährlichen Agenten, der es bisher verstanden hat, seine feindliche Tätigkeit in West-Berlin zu verschleiern. April 1955. Für Karl Wilhelm Fricke ein Tag wie jeder andere. Im Laufe des Vormittags erhielt ich von Rittwagen einen Anruf, dass er ein Buch aus Ost-Berlin für mich hatte beschaffen lassen. Und er sagte, er habe auch keine Zeit, mir das Buch zu überbringen, sondern wir könnten uns ja treffen. Er hätte sowieso zu tun am Postamt W30 in der Geisbergstraße in Schöneberg. So verabredeten wir uns für 15 Uhr. Und als ich ihn dort am Postamt traf, hatte er das Buch nicht dabei, sondern sagte, er habe das zu Hause gelassen, aber es wäre ja nur in der Nähe, und wir bräuchten nur hinzugehen und das sei auch nicht weit und dann könnte ich es mir dort mitnehmen. Was Fricke nicht ahnt, seine Überführung, wie es so schön heißt, ist bis ins kleinste Detail vorbereitet. In einer konspirativen Wohnung erhält er von Rittwagen und seiner Frau ein Getränk mit einem Schlafmittel. Nach schätzungsweise 10 Minuten begann ich zu schwitzen. Kalter Schweiß trat auf meine Stirn, mir wurde leicht übel. Ich entschuldigte mich sogar bei meinen fatalen Gastgebern, wenn sie so wollen, und bat darum, eine Toilette aufsuchen zu können. Dort habe ich mich gewaschen. Ich glaubte erst, mich übergeben zu müssen, was aber nicht der Fall war. Dann doch nicht. Ich habe mir dann kalt abgewaschen und bin in das Zimmer zurück. Ich sagte, bestellen Sie mir ein Taxi, ich muss sofort nach Hause. Ich weiß nicht, was mit los ist, Herzattacke, was weiß ich, man hat da keine Ahnung. Ja, machen wir. Lass ich mal erstmal wieder in den Sessel, wird schon wieder werden. Und dann habe ich sehr schnell die Besinnung, das Bewusstsein verloren. Wismar 1949. Für Erich Kiekhöfel und seine Freunde wird es eng.
Sie werden observiert. Ein Mitglied unseres Gesprächskreises war gleichzeitig Mitarbeiter des damaligen Kommissariat 5, also Vorläufer der Mielke Geheimpolizei. Und der warnte uns und sagt, also Freunde, übermorgen seid ihr fällig. Und das war der Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt weg. Und ich hatte einen sogenannten Notfallkoffer immer schon unterm Bett liegen, wo eine Unterhose und ein Taschentuch drin war und die letzten 50 Ostmark. Ja, und dann ging's ab. Und ruckzuck stand ich plötzlich auf dem Bahnhof Zoo. Kiekhöfel kann durch seine Beziehungen zur SPD sofort beim parteieigenen Telegraph als freier Mitarbeiter anfangen. Er schreibt unter verschiedenen Decknamen für Zeitungen, die von Freunden des Ostbüros in der sowjetischen Zone verteilt werden. Und für den RIAS. Die Arbeit, das weiß Kiekhöfel, ist nicht ungefährlich. Ich habe damals unter dem Pseudonym Volkskorrespondent Bachulke berichtet aus der Ostzone. Volkskorrespondenten waren damals die Ostreporter. Und so ging das auch im RIAS, nicht wahr? Da war ein gewisser Vargas berichtet. Da waren wir schon sehr stolz drauf, was wir da machten. Kiekhöfel will aufklären, aufrütteln, ist ständig unterwegs, um Stoff für seine Reportagen zu sammeln. S-Bahn-Fahren war risikoreich. Im Grunde wurde davor gewarnt und war also für Leute unseres Schlages im Grunde verboten. Überall die großen Plakate, benutzt nicht die S-Bahn. Die S-Bahn sind Todesfallen und weckt die Leute auf, die schlafen in die nächtliche S-Bahn. Der nächste Platz ist Friedrichstraße. Friedrichstraße und Sibirien sind gleich. Es waren also Riesenplakate, es stand alles da. Und wer fährt mit der S-Bahn? Ich. Und, aber damals war gut in Form. Bei jeder Station rausspringen, gucken, wer ist da. Denn das gesamte S-Bahn-Gebiet in West-Berlin stand ja unter Ostkontrolle. Und man wusste schon, worauf man sich eingelassen hat. Und, aber dass man auch, sagen wir mal, dass man die dümmste Variante, die man also als Geheimdienstler, aber nicht als Journalist lernt, traue nie jemandem und vor allem nicht sogenannten Freunden, dass man die völlig außer Acht lässt, das konnte nur mir passieren. September 1949. Niki Glitz ist zu Besuch in West-Berlin. Sie wohnt in der Ostzone, in einem kleinen Ort in der Nähe Berlins und arbeitet bei der Polizei. Ein Kollege hat sie um einen Gefallen gebeten, einen Brief mit nach West-Berlin zu nehmen und ihn in der Zietenstraße 18 abzugeben. Ein Brief, der Nikis Leben verändern wird, denn er enthält eine Liste mit Namen von Leuten, die mit dem Ostbüro der SPD zu tun haben. Den Brief musste ich abgeben auf der SPD-Landesstelle an der Zietenstraße. Für Herrn Häusler stand drauf. Dann habe ich mich unten gemeldet, habe gesagt, ich habe einen Brief abzugeben für Herrn Häusler. Von Herrn Mattes, einen schönen Gruß. Da sagt der Portier, da warten Sie mal einen Moment. Und dann musste ich oben raufgehen zu dem Häusler, habe ich ihn kennengelernt, ein sehr netter Mann. Und da hat er den Brief gelesen und das war eine Warnung für 24 Westspione, die sie nun zurückziehen konnten und die ihrer Verhaftung entgangen sind. Ich wusste das ja nicht. Da hat er gesagt, das ist Ihnen doch klar, dass Sie nicht mehr zurückfahren können. Nö, war mir nicht. Ja, komm, jetzt kennen wir sowieso keinen Arzt. Brauchen wir ja nicht gucken. Niki Glitz lernt in West-Berlin Waltraud Jürgschat kennen. Niki ist damals 30 Jahre alt, Waltraud 24. Sie mieten gemeinsam eine Wohnung in der Konstanzer Straße 9. Doch das Hab und Gut von Niki Glitz liegt noch beschlagnahmt in ihrer alten Wohnung in der DDR. Das war ein ganz elegantes Haus. Ja. Es ist aber keiner mehr, der da gewohnt hat. Nein. Alles Neue. Kein Schwein. Rechtsanwalt. Nicht einer. Nicht einer. Wie viele Jahre ist das her? Überlege mal. Ne? Wie oft sind wir hier durch? Ach Mensch, und wie oft waren wir da im Kino? Nach einem Vierteljahr habe ich einen Brief gekriegt, da stand drin, dass
die Sachen freigegeben sind und wenn ich noch irgendwie Beschlagnahme aufgehoben ist und wenn ich irgendwelche Dinge benötige, kann ich kommen und die holen. Und da haben die alle gesagt, du bist wohl bescheuert, du wirst da hinfahren, die sperren dich doch garantiert ein, mach das nicht. Und da hat die Waltraud gesagt, mich kennt da keiner, ich bin völlig fremd, schreib mir auf, was du brauchst und wo das ist und ich hol dir das. Und das habe ich ihr die Schlüssel gegeben und da ist die hin. Und am Bahnhof haben sie verhaftet wegen Spionage, haben sie zum Russen gebracht. Und als ich dann nach Hause fahren wollte, dann hat man mich festgenommen, nach Potsdam gebracht und zur Stasi gleich von vornherein. Und, na, und dann bin ich da geblieben. Wurde ständig verhört, nachts, am Tage, durfte mit keinem sprechen, ein Dreivierteljahr Einzelhaft. Hatte ich und war soweit auch alles gelaufen. Dann setzte man mir eine Spion oder Agentin mit rein in die Zelle. Und dann habe ich leider ein bisschen den Mund aufgemacht. Ich hatte ja absolut keine Ahnung. Die Mitgefangene erzählt später einem Stasi-Beamten, dass Niki Glitz eine wichtige Agentin des Ostbüros der SPD sei. Waltraud Jogschat wird wegen angeblicher Unterstützung der Niki Glitz zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zur gleichen Zeit sitzt ein Mann im Gefängnis, der, um herauszukommen, sich der Staatssicherheit andient. Die zeigt sich sehr interessiert. Die Beamten sagen ihm, er solle sich darauf vorbereiten, Personen in West-Berlin festzunehmen und in den demokratischen Sektor zu bringen, womit sie Ost-Berlin meinen. Er erhält den Decknamen Bert. Sein richtiger Name Hans Lochte. Das Interessante, er kennt Niki Glitz und Waltraud Jogschat. Hans Lochte, was das für ein Typ war. Er war so groß wie ich, ein bisschen stämmig. Also wie gesagt, ich kann ihn gar nicht, was er für ein Typ. Er war mir gegenüber eigentlich ein aufgeschlossener, aber über Politik oder über irgendetwas haben wir nie gesprochen oder dass ich das Gefühl hatte, da ist irgendwie was, er könnte irgendwelche Dinge machen, ist mir nie in den Sinn gekommen. Hans Lochte alias Bert macht 2 Vorschläge, Niki Glitz zu entführen, dann bricht er den Kontakt zur Staatssicherheit ab. Ein weiterer geheimer Mitarbeiter wird auf Niki angesetzt. Er heißt Hans-Joachim Roschak und trägt bei der Staatssicherheit den Decknamen Henry Peters. Peters beobachtet Niki Glitz, schleicht sich in ihr Leben, indem er ihr Eier verkauft und ihr anbietet, sie zu fotografieren. Ich trete Glitz gegenüber als sehr junger, unerfahrener Mann auf. Vollkommen harmlos. Ich scheine ihr sehr sympathisch zu sein. Die Fotos gefallen ihr. Henry Peters fotografiert und bespitzelt auch ihre Freunde im Theaterverein Thalia. Aufgrund seiner Aussagen vermutet die Stasi dort ein Spionagenest. Peters heckt einen Plan aus. Ich will mit der Glitz am Donnerstagabend in eine Westberliner Bar gehen und mit ihr groß feiern. Wein, Essen und so weiter. Und ihre Wachsamkeit einschläfern. Während der Fahrt biete ich der Glitz entweder eine narkotisierende Praline an oder eine stark und schnell wirkende Schlaftablette. Gezeichnet Henry Peters. Die Entführung kommt nicht zustande. Ich hatte nie das Gefühl, gefährdet zu sein. Das hat sich nachher erst gezeigt, dass ich gefährdet bin, wie sie mich da geholt haben. Normalerweise, nee. Ich habe ja für meine Begriffe auch nichts getan, was irgendwie strafbar war oder sonst was. Oktober 1949, die SED-Zentrale in Ost-Berlin. Hier liest man aufmerksam die Artikel, die Erich Kiekhöfel im Westen verfasst. Man wittert Verrat. Der Parteiausschluss wird vorbereitet und eine große Kampagne in den Zeitungen gestartet. Die Landesparteikontrollkommission beschloss, Erich Kiekhöfel aus der Partei auszuschließen.
Durch sein unmoralisches Leben, Alkohol und Frauen, wurde er ein williges Werkzeug des Ostbüros. Die Landesparteikontrollkommission warnt alle Funktionäre und Mitglieder vor den Ausgeschlossenen, die noch im Besitz unserer Mitgliedsbücher sind. Also ich wusste sehr wohl, dass ich bei denen auf der Liste ganz oben stand. Und mein Chefredakteur damals, Arno Scholz, sagte auch, also du bist jetzt hier Adel, du weißt, was das heißt. Es ist eine äußerst gefährliche Kiste. Wir sollten doch überlegen, dich auszufliegen. Bloß dazu kam es denn nicht mehr. Kleinmachnow, Heideweg 11, direkt hinter der Grenze. Hier wohnt Heinz Japp. Kiekhöfel und er kennen sich seit langem. Sie waren zusammen auf der Karl-Marx-Hochschule. Japp wurde nach Kiekhöfels Flucht von der SED-Zentrale beauftragt, Kontakt zu ihm aufzunehmen, mit dem Ziel, ihn in den Osten zu locken. Der Mann hat das völlig freiwillig getan. Er ist nicht gezwungen worden. Der hat das von sich aus völlig freiwillig getan. Und er war also der Erste, der mir sämtliche Ostzonen-Zeitungen mitbrachte. Und der mit mich, also ich hätte ja munter werden müssen, denn mich mit Informationen vollstopfte, von denen ich merkte, dass sie einfach nicht stimmen. Und die mich auch zum Teil gar nicht interessierten. Und der war also jede Woche einmal wenigstens in meiner Wohnung in West-Berlin. Heinz Japp teilt alles, was er von Kiekhöfel erfährt, der SED-Zentrale in Ost-Berlin mit. Hier sinnt man auf Rache. Die Partei maßt sich an, sogenannte Verräter wieder zurückzuführen. Das Ganze ist so geheim, dass nur wenige Menschen an der Planung beteiligt werden. Die Freunde, also die Russen, Hermann Matern und noch drei weitere Personen wissen von dem Entführungsplan. Hermann Matern, der die Angelegenheit eingeleitet hat, ist damals Mitglied der SED-Führungsspitze und Vorsitzender der gefürchteten Parteikontrollkommission. Auf der Parteihochschule hat er also geglaubt wahrscheinlich, dass er in mir also jemand gefunden hat, der als Jungkommunist noch mal eine ganz große Karriere machen könnte. Natürlich mit seiner Hilfe, ist ja klar, oder unter seiner Anleitung. Und dass ich dann also ohne guten auf Wiedersehen zu sagen, verschwunden bin. Und, na Gott, vielleicht auch eine kommunistische Hahnerei. Kann ja alles möglich sein. Das ist aus ganz anderen Gründen Leute umgebracht worden. Es ist der 7. Januar 1950. Kiekhöfel trifft sich mit Japp kurz vor der grünen Grenze in West-Berlin. Japp sagt, er habe etwas vergessen. Kiekhöfel möge doch kurz mit ihm nach Hause gehen. Sie laufen durch den Sumpf. Kiekhöfel weiß nicht, dass der Plan seiner Festnahme längst mit viel Akribie ausgearbeitet ist. Ich kam von da und sofort standen hinten sechs Leute und haben, wie so schön heißt hier, abgeriegelt. Da steht beispielsweise Fahrzeug 1 besetzt mit dem Fahrer sowieso, Fahrzeug sowieso mit sechs Leuten besetzt. Und dann solche herrlichen Formulierungen. Posten 6 gibt an Posten 5 ein Zeichen. Posten 6 war da, Posten 5 war da. Und welches Zeichen er gegeben hat, ist unschwer zu erkennen. Denn Posten 5 und seine 5 Leute haben mich dann überwältigt. Sobald K. ankommt, aus dem Feldweg, das ist dieser Weg, in die Machnower Busch einbiegt, das ist die Straße da vorne, wird zugegriffen. Ist ihnen auch gut gelungen. Ein Todesurteil. Darüber waren wir uns, wie wir in dieser Situation gearbeitet haben, waren wir uns klar. Wenn sie uns haben, kriegen sollten, bringen sie uns um. Zeitsprung. Berlin-Brandenburger Tor 1961. Seit dem 13. August sind die Grenzübergänge dicht. Die Mauer wird gebaut. Immer mehr Volkspolizisten werden nach Berlin beordert, darunter auch Gerd Sommerlatte. Er ist 18 Jahre alt, als er am 1. September seinen Dienst an der Grenze antritt. Zu dem Zeitpunkt ist mir noch nicht eigentlich klar gewesen, dass ich mal türmen wollte.
Das ist dann erst später klar geworden am Brandenburger Tor, wo es dann massiv hieß, es wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, wenn jemand die DDR verlassen will. Und da habe ich mir dann gesagt, was machst du, wenn jetzt deine Schwester weggeht oder ein Kumpel, mit dem du früher mal Fußball gespielt hast? Da ist erst der Gedanke gekommen, hier stimmt was nicht, jetzt musst du hier, wenn du keinen umbringen willst, eben die DDR verlassen. Wir sind ja zu zweit streifiger. Naja, und dann gegen Mitternacht musste er mal austreten. Und da ist er eben hinter den Baum gegangen. Und ich habe die Flucht ergriffen. Ehe die überhaupt gemerkt haben, was los war, war ich schon in West-Berlin. Das ist ja nur über die Straße. Da sind sie ja ruckzuck verschwunden. Am nächsten Tag wird Haftbefehl wegen Fahnenflucht und des Beiseiteschaffens von Waffen erlassen. Denn Sommerlatte hatte seinen Karabiner und 20 Schuss Munition mitgenommen. Ja, und dann am Montag haben sie mich dann die Alliierten eben alle verhört. Nicht die Engländer, die mich dann zwei Tage verhört haben. Die Amerikaner, die Franzosen, ja, und die deutsche Polizei auch. Die wollten eben wissen, wie die Einheit bestückt ist. Militärisch bestückt ist mit Waffen, Geräte, und wie die Moral ist, wie die Offiziere sind, wie die Ausbildung ist. Das wollten die eigentlich alles wissen. Das wird Folgen haben, denn für die DDR ist das Militärspionage. Gerd Sommerlatte kommt ins Flüchtlingslager Marienfelde in West-Berlin. Das Lager ist überfüllt. Allein im August und September fliehen über 62.000 Menschen aus der DDR. Darunter auch Soldaten und Polizisten. Bis Dezember werden 361 Fahnenflüchtige gezählt. Die meisten Flüchtlinge werden nach kurzer Zeit nach Westdeutschland ausgeflogen. Mit Autobussen geht es zunächst zum Flugplatz Tempelhof. Und mit einem Freiflugschein und dem dürftigen Fluchtgepäck geht es in die lang ersehnte Freiheit, in eine neue Zukunft. Dann hatte ich zum 30. September mein Flugticket und meine Papiere zur Ausreise nach Westdeutschland. Also hatte ich am 30. September nach Westdeutschland fliegen können. Und daraus ist leider nichts geworden. April 1955. Karl Wilhelm Fricke erwacht nach seiner Entführung im Gefängnis Hohenschönhausen. Man ist ja zunächst einmal unheimlich geschockt. Man weiß, du bist jetzt in der Gewalt deiner ärgsten Feinde. Und ich war auch auf alles gefasst. Ich war auch darauf gefasst, dass ich physisch misshandelt werde. Ich war darauf gefasst, dass ich geschlagen wurde. Und die erste erstaunliche Erkenntnis war eigentlich, dass das nicht geschah. So merkwürdig das klingt. Ich bin ja in der ersten Woche nicht nur tagsüber, sondern auch nachts verhört worden. Das waren also Dauerverhöre bis zu 17 Stunden, Tag und Nacht. Und da kreiste alles um eine Frage. Sagen Sie aus über Ihre verbrecherischen Beziehungen in die Deutsche Demokratische Republik. Fricke wird gezogen, wie es im Amtsdeutsch heißt, weil man glaubt, über ihn an Informanten in der DDR heranzukommen. Doch die vermuteten Kontaktleute finden sich nicht. Nach der Festnahme wird Fricke von der Liste gestrichen. Der Hintergrund des Planspiels, die Aktion Blitz. Eine geheime Operation, bei der man Mitarbeiter unterschiedlichster westlicher Gruppen, die gegen die DDR arbeiten, entführen will.
Die meisten Pläne werden jedoch nicht realisiert. Karl Wilhelm Fricke wird zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Und die erste Post, die ich hier in Bautzen in meiner Zelle ausgehändigt bekam, von einem Wachtmeister, ein Brief meiner Mutter aus der Strafvollzugsanstalt Halle, in der sie, wovon ich bis dahin keine Ahnung hatte, mir mitteilte, dass sie zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden wäre. Denn die Staatssicherheit hatte sie im Verdacht, dass sie für mich als Kurierin tätig gewesen wäre, weil sie mich mehrmals im Jahr in Berlin-West besuchte. Die Anschuldigungen sind haltlos. Die Mutter bricht dennoch unter dem Druck der Verhöre zusammen, kommt während ihrer Haftzeit in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Das hat mich so stark bewegt, dass ich nach langer Zeit zum ersten Mal, das gebe ich gerne zu, geweint habe. Ich hätte es einfach nicht mehr möglich für möglich gehalten. Und meine Mutter, die tat mir unendlich leid. Denn dass sie also nun durch mein eigenes Geschick oder Missgeschick, wie sie wollen, nun auch noch betroffen werden würde, das hat mich schon betroffen gemacht. Nach 4 Jahren Einzelhaft wird Karl Wilhelm Fricke am 31. März 1959 in den Westen entlassen. Ich habe das, wissen Sie, die Haftzeit eigentlich psychisch und physisch relativ gut verkraftet. Mein Hilfsmittel, meine selbstverordnete Therapie sozusagen, die bestand darin, dass ich mir sofort alles von der Seele geschrieben habe. Aber ich werde schon heimgesucht, dass ich mal wieder in Haft komme und sich ein zweites Mal in Haft bin. Und ich mich dann wundere, wieso ich dann wieder in Haft bin und dass ich dann, ja, aufwache. Ist ja alles nur ein Traum, ein Albtraum. Man sieht ja hier alle draus, ist ja furchtbar. Jetzt haben sie da drüben C und A drin. Ich wäre ja verrückt. Also das darf ja nicht wahr sein. Ist ja wohl der Gipfel der Geschmacklosigkeit. Naja, und hier war früher mal Kranz. Ach Mensch, da unten war Kranz drin. Das sieht ja hier alles aus. Ach, ist das ekelhaft in Berlin. Nee. Furchtbar. Berlin 1954. Nicke Glitz wird ins Kino eingeladen von Hans Lochte, der sie schon 4 Jahre zuvor entführen sollte. Auf Geheiß der Staatssicherheit hat er sich wieder mit ihr angefreundet. Wir haben unsere alte Bekanntschaft wieder etwas aufgefrischt. Ich habe Glitz zum Kino eingeladen. Nach der Vorstellung werde ich Glitz noch zu einer Tasse Kaffee einladen. Dort werde ich zufällig meinen Kollegen treffen. Wir sagen ihr, dass wir sie pünktlich zurückfahren. Die Fahrt endet dann aber im demokratischen Sektor. Hans Lochte. Und hat gesagt, der nimmt mich mit, fährt mich nach Hause in die Dingstraße, dass ich nicht laufen brauche. Und dann sind sie erst in die Kleiststraße oder Keitstraße gefahren. Und da hat der gesagt, der hat da was zu erledigen, da sind lauter so Antiquitätengeschäfte. Und dann sind sie die Tiergartenstraße runter und durchs Brandenburger Tor. Ich habe bloß gesagt, wo fahrt denn hin und was ist? Man redet und macht. Und der hat mich festgehalten mit dem Jürtel, der hat hinten gesessen, dass ich nicht da raus konnte oder irgendwo an der Hand nehmen oder sonst woran. Und dann haben sie mich bis dahin und abgeliefert und ausfahrt. Hat gedauert 20 Minuten, alles vorbei. Dann haben sie mich bei der Stasi in der Prenzlauer Allee abgeliefert. So, Ende der Geschichte. So einfach ist das.
Einen Tag nach der Entführung erhält Hans Lochte 200 Mark. Flüchtlingslager Marienfelde 1961. Gerd Sommerlatte lernt hier zwei junge Männer kennen, die ihre Familien in den Westen nachholen wollen. Von Sommerlatte vermuten sie, dass er als ehemaliger Volkspolizist die Grenze gut kennt. Dann sind die eines Tages gekommen und haben gefragt, ob ich ihnen helfen könnte. Sie möchten gerne ihre Frauen und Verwandte noch nach West-Berlin holen. Ob ich nicht wüsste, wo noch Schlupflöcher in der Grenze sitzen. Ja. Habe ich gedacht, ja. Wenn du jemand helfen kannst. Später erkunden die beiden jungen Männer die Grenze. Dort treffen sie zufällig auf eine Patrouille der Staatssicherheit und wollen wissen, welche Strafe sie zu erwarten hätten, so sie freiwillig in die DDR zurückkehrten. Der Hauptmann und sein Leutnant machen ihnen ein Angebot. Wir stellten die Frage, ob eine Möglichkeit bestehe, einen Deserteur mit ins demokratische Berlin zu bringen. Sie machten die Äußerungen, dass sie eventuell versuchen werden, einen Leihwagen zu beschaffen oder einen Wagen zu stehlen, mit einem Deserteur Bekanntschaft zu machen, ihn betrunken zu machen und in das demokratische Berlin zu bringen. Am nächsten Tag mieten die beiden einen VW. Abends treffen sie Sommerlatte vor dem Lager Marienfelde. Sie laden ihn zu einer Zechtour ein. Da sind wir zu dritt losgefahren in Richtung Moritzplatz. Und da, wenn sie rechts um die Ecke biegen, das weiß ich noch, dann biegen sie in die Heinrich-Heine-Straße. Und von da aus sind sie nach ein paar hundert Meter. Dann war der Grenzkontrollpunkt Heinrich-Heine-Straße. Da haben sie mich aus dem Auto gezerrt und dann habe ich sofort realisiert, da war ich nüchtern, habe ich sofort realisiert, dass es eine abgekartete Sache war. Dass es vorbereitet war alles. Denn da stand eine Hundertschaft Polizei mit Maschinenpistolen. Ich habe nur die Polizei gesehen. Berlin, Gefängnis Hohenschönhausen. Man fragt sich wirklich, warum soll man sich sowas nochmal antun, ne? Ja. Roter Teppich. Vornehm. Früher waren Gummimatten da. Hier habe ich auch meine. Ja. Hier habe ich lange, lange drin gesessen. Und in der Erinnerung war das Ding viel größer. Echt viel größer. Außerdem wusste ich nie, ich war ja damals schon so lang, dass die so klein waren. Vier Monate nach seiner Festnahme, am 5. April 1950, wird Kiekhöfel vor ein sowjetisches Militärtribunal gebracht, bestehend aus einem deutsch sprechenden Richter und mehreren russischen Frauen. Und eine sollte übersetzen und sagte, damit du Bescheid weißt, du jetzt tot. Und dann hat er gesagt, ich übersetze es mal richtig, du bist zum Tode verurteilt.
Dann war große Pause und die blickten halt weiter mit den Fingernägeln. Und dann sagt er nach einer Weile, aber sind wir noch mal großzügig. Machen wir nur 3x25. Macht 75. Kiekhöfel wird nach Sibirien transportiert. 5 Jahre Schwerstarbeit in einem sowjetischen Lager. 1955 wird er im Zuge der Verhandlungen Adenauers über die deutschen Kriegsgefangenen in Russland freigelassen. Seinen verräterischen Freund Heinz Japp hat er nie mehr wiedergesehen. Sibirien hätte ich nie durchgehalten, wenn ich nicht einen unbändigen Hass, einen solchen Hass auf diesen Kerl gehabt hätte, der bis heute nicht weg ist. Sobald der Name fällt, könnte ich vermutlich durch die Decke gehen. Jetzt noch nachträglich immer noch meine eigene Dummheit. Aber dann dieses moralisch verkommene Subjekt, was nun wirklich auf den Schindler gehörte, der freiwillig, ohne, ich habe ihm nie was getan in meinem Leben. Nee, wir hatten also keinen Grund zur Feindschaft. Und er hat vor allem meine gesamte Familie ruiniert und kaputt gemacht. Mein Vater wurde anschließend ja auch festgenommen ist gut, verschleppt und meine Mutter starb daran, denn das wusste ja niemand, wo wir waren. Es gab ja keinen Kontakt. Ich bin also nicht so gestrickt, dass ich also mit der Weisheit des Alters die Decke des Verstehens und Verzeihens darüber denke. Ich verzeihe gar nicht. September 1961. Direkt nach seiner Entführung wird Gerd Sommerlatte verhört. Die Staatssicherheit will vor allem wissen, was er bei den Geheimdiensten im Westen ausgeplaudert hat. Sommerlatte muss zugeben, dass er viele Details über die Lage an der Grenze, die Bereitschaftspolizei in Halle, die Fliegerschule der Armee und über die Bewaffnung der Nationalen Volksarmee preisgegeben hat. Und dann haben sie mir eines Tages gedroht. Die stellen mich an der Wand. Da kriegt kein Hahn nach. Wir können auch ihre Schwester und ihre Mutter. Können wir auch holen, hat die gesagt, die stellen wir auch an der Wand. Da wird auch kein Hahn nachkriegen. Ja, so sind da wahrscheinlich Sachen entstanden oder Aussagen entstanden, die ich gar nicht wollte. Mir war klar, dass es eine Strafe geben wird, dass die aber dann so hoch ausfällt, dass da hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Sommerlatte wird wegen Fahnenflucht und Spionage zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. 10 Jahre Zuchthaus. Das war für mich nicht fassbar. Für mich, ich habe dann nicht laut, aber ich habe gelacht. Und dann ist der Staatsanwalt aufgesprungen, hat seinen Tisch umgeworfen und hat gesagt, Sie kommen dahin, wo Ihnen es sehr dreckig gehen wird. Naja, das war für mich noch nicht greifbar. Ich habe nichts getan. Dass ich Fahnenflucht begangen habe, war okay. Dafür war eine Strafe nötig. Nach den Gesetzen nicht nötig, aber nach den Gesetzen der Militärgerichtsbarkeit musste das ja so sein. Okay, das habe ich auch eingesehen. Aber 10 Jahre war für mich nicht greifbar. Und die Entführer? Sie erklären sich bereit, mit der Staatssicherheit zusammenzuarbeiten. Beide erhalten jeweils 200 Mark für die Verschleppung von Gerd Sommerlatte. Man hält sie für Halbstarke, die zur Arbeit wenig Lust haben. Die Stasi bietet Geld, Autos, Abenteuer. Sie erhalten Decknamen, Losungsworte. In der Folgezeit bekommt einer der Entführer, Gerd Mantei, Geld. Viel Geld.
denn er erklärt sich schriftlich bereit, weitere Menschen aus dem Westen in den Osten zu verschleppen. Sein Fall macht Schlagzeilen in der Westpresse. Denn bei einem weiteren Entführungsversuch wird er in West-Berlin verhaftet und zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Gerd Sommerlatte verbüßt seine Strafe in Berlin-Hohenschönhausen im sogenannten Lager X. Nach 4 Jahren wird er freigekauft. Am 21. Oktober 1965 wird er in den Westen abgeschoben. Die Entführung ist heute nicht zu Ende. Die Emotionen sind noch sehr groß. Das ist noch nicht alles verarbeitet. Wahrscheinlich hätten wir, also jeder, der aus dem Knast freigekauft worden ist, erst mal eine psychologische Behandlung haben müssen. Wenn irgendwas aktuell wird, dann kommen auch Träume. Da kommt der ganze Film. Der ganze Film läuft. Der verselbstständigt sich sogar manchmal. Da kommen manchmal Sachen dazu, die es gar nicht gegeben hat. Aber so läuft das dann ab. Heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber die ersten Jahre, ja, war schon schlimm. Na, sehr schön. Hier wird geputzt. Und wo gehen wir jetzt rauf? Links, die Heiligen, rechts? Die Heiligen Hallen. Hier ist so viel Elend. In den Heiligen Hallen kannst du vergessen. Überleg mal, in welcher Situation ich hierher gekommen bin. Da merkt man sich nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Alles vorbei. Und das wird ja mal grauliger hier. Der Gespenst. Ja. So hatte früher alles noch ausgesehen. Ja. Also da kommen wir der Sache schon näher hier, meinst du? Mhm. Die Türen waren alle so umrändert. Mhm. So hat das mal ausgesehen. Mhm. Oh, Beklagter. Jawohl. So ist es. Am 31. Mai 1954, 4 Monate nach der Entführung, findet der Prozess gegen Niki Glitz im Gericht in der Littenstraße statt. Erst hat er acht Jahre hat er erst beantragt. Und dann hat er gesagt, 5 Jahre und 3 Monate, 3 Jahre Ehrverlust. Dann bin ich zurückgekommen zum Mittagessen und hat er gesagt, dann gehen Sie nach 2,5 Jahren nach Hause. Na, so war es ja. Ja, das war's. Hier ist so dreckig, hier kann man das hinschmeißen. Niki Glitz kommt ins Frauengefängnis Hoheneck. Am 1. Juni 1956 wird sie entlassen. Gibst du mir bitte noch aus dem Kühlschrank mit? Sofort. Dann. Was, Chili-Soße? Mhm, ja, irgend so ein bisschen was Scharfes, weißt du. 1, 2, 3. Brav, brav. Also, Salat muss man immer zuerst essen. Nach ihrer Entlassung lernt sie ihren Mann kennen. Sie erzählt wenig von dem, was sie erlebt hat. So nach und nach erfährt man erst alles. Und da kriegt man dann das Bild, warum sie denn so mit dem körperlichen und seelischen so runter ist. Und das sind alles die Auswirkungen. Die Ärzte sagen, das ist vegetativ. Und das ist dann der Hauptbegriff von Unwohlsein und Krankheit. Aber auf dem Grund, welchen Arzt soll man das erzählen, in wie vielen Stunden oder wie vielen Tagen oder Monaten?
Und dann ewig hat sie Steine gezählt. Und der Zählen ist ja nicht losgeworden. Überall, wo sie hinkommen, ist alles Zählen. Und das sind die Sachen, die heften, die haften. Wenn einer Tapete hat mit Kringeln, dann fängt sie an. 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4. Ja, und alles so. Die Mauern, die Steine, die hat sie gewusst, von ersten bis zum letzten. Und alles sowas. Und das ist doch nicht normal. Da kann man doch nicht sagen, das ist ein gesunder Mensch.